Hey, Kumpel, bereit für das Beste, was deinem Mund widerfahren ist seit... Ich nehm's zurück, mir war nicht klar, wo das hinführen könnte. Lust auf Mint, J-Lib? Ich passe. Ich bin keine 100 Jahre alte Südstaatlerin. Ich hab endlich den Film Girls Club Vorsicht Bissig gesehen. Warum hab ich das nicht schon früher gemacht? Ich hab erkannt, dass es auch in meinem Leben ein bissiges Mädchen gibt. Jay! Erst letzte Woche bei der Hochzeit habe ich meinen Moonwalk gerockt und er schreit, seht nur, da ist Michael Jacksack. Irgendwann reicht's mal. Wie hört ein bissiges Mädchen auf, bissig zu sein? Indem man bissiger als sie ist. Nein, 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 das wird dir schmecken. Mint J-Lips sind der Wahnsinn. Oh, du sagst immer wieder J-Lips. Ich habe Julips gemacht. Und mein Name ist Jay. Ich nenne sie J-Lips. Schon verstanden. Das sollte nur lustig sein. Sind das die Mint-J-Lips, über die die Welt spricht? Ja. J-Lips. Finde ich süß. Die sind auch süß. Warum zweifle ich an mir? So. Sind das nicht John, Paul und George? Braucht ihr einen Ringo? Ehrlich gesagt, kommen wir auch sehr gut ohne deine Hilfe zurecht, Kumpel. Na gut. Billard ist sowieso voll out. Habt ihr Bock, euch ins H2O zu stürzen und eine Runde Marco Polo zu spielen? Gut, dass du dich mit deiner Brust nicht vom Spaß haben abhalten lässt. Die meisten Typen würden erst oben ohne gehen, wenn sie Muskeln hätten. Wir müssen reden. Hier läuft gerade was Schräges. Ich will sehen, wie es ausgeht. Komm. Wer ist bereit für den Pool? Marco! Solo! Das machst du nicht. Mir wurde klar, dass er mich zurückbeißen wollte. Mit einem schrägen Hauch von natürlich blond. Ich wette, er dachte, ich schnall's nicht. Ich änderte die Taktik. Ich musste aufhören, ein bissiges Mädchen zu sein und tun, was Jay am wenigsten von mir erwarten würde. So sein wie ein Mann. Sag mal, was soll denn das werden? Auch weißt du, alle haben Hunger und alle sind der einhelligen Meinung, ich wäre ein besserer Grillmeister als du. Nein. Wow, du hältst dich wohl für ganz zäh. Nicht so zäh wie dein Fleisch. Claire! Ja, gut, jetzt kommen mal alle hier raus. Wieso? Was ist denn los? Es ist viel grillt. Dieser armselige Trottel hat gesagt, dass ich euer Fleisch immer zu lange auf dem Grill lasse. Findet ihr das wirklich? Ja. Na ja. Luke! Wir lieben dich, aber du hast keine Ahnung, was Medium Rare ist. Ich hab dir dreimal zum Vatertag ein Fleischthermometer geschenkt. Du könntest eins davon benutzen. Okay, dann ist das eben so. Ich weiß nicht, was du heute gegen mich hast. Du vereinnahmst meinen Grill, verhöhnst meine Mint-J-Lips. Ist das wirklich wahr mit den Mint-J-Lips? Er hat sie nur für dich gemacht. Was? Keine Ahnung, wovon sie spricht. Weißt du, was Jay gesagt hat, als er die J-Lips erfunden hat? Er meinte nur zu mir, Phil wird sie garantiert genial finden. Aber das hat er nicht. Er meinte, sie sind dumm. Die sind ein Getränk für alte Frauen. Seit wann interessiert es dich, was ich denke? Immer. Er sagt, du bist der Stimmungsgarant auf einer Party. Er wäre gern wie du. Ich habe nur gesagt, dass ich manchmal die Menschen beneide, die es nicht stört, sich zum Idioten zu machen, um Spaß zu haben. Und ich schätze... Du bist so ein Mensch. Wow, dann bist du die ganze Zeit so gemein zu mir gewesen, weil du mich so wahnsinnig bewunderst? Hey, sieh mich an. Ich liebe deine Mint-J-Lips. Wirklich? Ja. Gloria, ich wusste es. Ich hab sie nur schlecht geredet wegen dem, was du auf der Hochzeit zu mir gesagt hast. Was? Schrill Dampfi? Phil Dummy? Als der Nebel kam, viel Dampfi? Michael Jacksack. Oh ja, hatte ich schon wieder vergessen. Tut mir leid. Schon gut, vergiss es. Was soll das? Hast du mich Kumpel genannt? Hä?